Hey liebe Leute und willkommen zum mittlerweile schon 15. Part von Let's Play Final Fantasy XII The Zodiac Age für die PlayStation 4. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Wir sind zurück nach Ramanasta gekommen, waren kurz in der Westwüste, haben hier ein paar Aufträge angenommen und sowas. Und ich hatte gesagt, ich kümmere mich jetzt um den Todesabend und den Blütenkaktor, werde allerdings vorher doch noch eine Story-Sache anders machen. Also ich habe mich entschieden, jetzt, also ich gehe jetzt ganz kurz in 2-3 Minuten in Richtung Story, also ein paar mehr Minuten, hoffentlich nicht den ganzen Part, aber ein bisschen mache ich kurz Story und dann kümmere ich mich um ein ganzes bisschen nebensächliches Zeug. Um das erste kümmere ich mich jetzt schon und das könnte das hier sein, ja. Hallo, mein Name ist Katharina. Ich kehrte meiner Heimat den Rücken und kam hierher. Der Kopf schwirrt mir noch von den neuen Eindrücken. Ich muss mal ganz kurz noch was gucken. Das habe ich ganz vergessen. Kleinen Augenblick. Ich habe hier nämlich so eine Liste gefunden mit den ganzen Nebenaufgaben, die hier auch noch einzeln stehen. Die würde ich halt gern alle möglichst zeigen wollen. Und ja, da musste ich nur gerade bei einer Sache mal eben was gucken. Okay. Ich freue mich über Gesellschaft. Du kannst immer vorbeikommen, wenn dir nach Reden zumute ist. Okay, hi. Ramanasta ist wirklich wunderschön. Manchmal verlaufe ich mich noch, aber den groben Stadtplan habe ich schon im Kopf. Doch richtig zu Hause fühle ich mich noch nicht. Mag das an der Unerfahrenheit einer Viera liegen? Klar, Waldhasen sind grün hinter den Ohren. Meinst du? Dann war es ein Fehler, meine Heimat zu verlassen? Ach, was rede ich da? Schenke meinen Worten keine Bedeutung. Unterhalte dich mal wieder mit einer einsamen Frau, wenn dir danach ist. Die trifft man mehrfach während des Spiels und je nachdem, was man sagt, quasi, also ich glaube fünfmal oder so trifft man sie oder viermal. Und jedes Mal kann man sich halt entscheiden, eine Sache zu sagen und je nachdem, welche Kombination von Antworten man gewählt hat, kriegt man am Ende halt eine Belohnung. Und ich möchte auf eine von fünf möglichen Belohnungen raus, hinaus auf eine ganz bestimmte und ja, da arbeite ich dran. So, jetzt machen wir erstmal kurz ein kleines bisschen Story-Kram und dann, wenn dann noch Zeit ist, schaffen wir hoffentlich noch Blütenkaktor und Todesabend in dem Part. Damit verbunden mache ich dann allerdings auch noch ein, zwei andere Nebenquests. Also wenn ich Blütenkaktor mache, mache ich auf jeden Fall noch eine andere Quest. Und da mal gucken. So, hier müsste ja irgendwo Penelo sein. Oder zu Penelo sollte ich doch. In Miguelos La. Denn, oh! Ich hatte Schluck auf und dabei habe ich gerülpst. What the fuck? Tut mir leid. Is it really you? I heard you got took off to Nalbina. The Imperials will need more than a dungeon to stop me. You broke out of a dungeon? Whoa! Hey, try and keep it down, would you? Penelo isn't around, is she? Out on a delivery, maybe? Nope, haven't seen her all day. Not like her to up and skip out on work like that. Miguelo's not here either. He went running off somewhere a little while ago. So much for my big welcome. I guess everybody's busy. I got my hands full watching the shop, and old Dallin had something for me to do, but I can't get away. Old Dallin, huh? Tell you what, I'll go see him for you. Really? Well, nothing better to do. Naja, sehe ich anders. Arschgesicht. Apropos, ich werde die Dinger jetzt hier mal kaufen, ja. Was ist denn Gewanderung? Ein einfaches Kleidungsstück aus Leder für den Oberkörper. Okay, danke. Und zwei Phönix war dann im super Sonderangebot. Wie viel kostet denn eine normalerweise sonst? 200. Das ist dann kein super Sonderangebot. Lern mal rechnen. Ach Mann, ey. Bestimmt haben die irgendwie in der Zodiac Age Edition Phönixfedern billiger gemacht und deswegen ist dieses super Sonderangebot jetzt halt gefickt, weil sie das nicht geändert haben oder so, keine Ahnung. Das würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Moment, habe ich mich jetzt verlaufen? Hä? Da will ich lang, genau. Ist mal wieder was Neues im Magieladen eigentlich. Ich habe gerade ein bisschen Geld, deswegen fände ich das ganz cool, wenn es das geben würde. Und im Technikladen, da gibt es bestimmt auch nur noch, was war es, Clown und Analyse, nee, Erste Hilfe und Analyse. Aber ich kann das nicht benutzen.
Ich kann das nicht benutzen. Weil ich keine fucking Analyse habe. Lizenz, genau. Ich war gerade ein bisschen verwirrt von mir selbst. Gut, dass ich noch kapiert habe, was ich eigentlich sagen wollte. Okay, ab zum Old Zealand. Zum alten Dalan. Das war in der Unterstadt. Und zwar ganz unten in der Unterstadt. Ich glaube, da wäre es fast schon schneller gewesen, wenn ich jetzt einfach mal eben zum Osttor gegangen wäre und von da aus raus. Runter, rein, hoch, runter. So. Na egal. Mit dem Turbo hier können wir auch hier gut durchsprinten. Was ist das denn hier? Oberstadt. Nee, will ich nicht. Ich will runter. In den Süden und ab zum Dalan. Ich bin auf der falschen Seite, oder? Nö. Hello, hello, hello. Lang nicht gesehen. Eigentlich seit kurz vorm Einbruch des in dem Palast nicht mehr. Hi. Well, well. Look who we have here. Heard you were sent off to Nalpina. And I got out of there as fast as I could. But it was all worth it, Dalan. Here, look at this. My, my, my. Quite a treasure you've got there. Well, you know, I couldn't have done it without your help. So, there is more to this gutter churl than first meets the eye. Vaughn, I've an errand, a simple favor to beg of you. I was going to ask that kites to go, but I should think that you ought to do. No. No, I think you're just the one. There's a fellow by the name of Azalas, and I need you to bring this sword to him. That's a sword of the old order. Speak my name when you arrive. That should be enough to get you in to see him. I've made a note on your map showing you where he can be found. Mind you, you are to deliver the sword to him personally. I will. Hey, Dalan. Do you think I could get you to do something for me? I need you to find out where Pinello is. I wanted to show her what I got from the palace, but I haven't been able to find her anywhere. Can you let me know if you hear anything? You can just leave that to me. Thanks, Dalan. And so it is done, but will it be enough to remind him of what the Order once meant? Ein Damaskerschwert erhalten. Hm. So, wo befindet sich der Kerl da oben? Alles klar. Ich mag übrigens das Lied hier unten nach wie vor sehr gerne. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das Original mehr mag oder die Orchesterversion. Bin da sehr unschlüssig, ehrlich gesagt. Wo ist eigentlich jetzt Gazeris Shop? Nicht hier in der Unterstadt, oder? Nee. Es sei denn, es ist der da oben. Ach, keine Ahnung. Hm. So, ich hab's schon wieder vergessen. Da ganz links, alles Klärchen. Mit dem Typen hatten wir, glaube ich, sogar schon mal geredet. Das ist doch der, der auf diesen Kisten sitzt, oder? Kann das sein? Oh, das ist kein Item. Oh, diese Stelle im Lied finde ich so toll. Und ja, genau den meinte ich. Barzak. Ich habe etwas für einen Namen namens Azalas. Der hält sich doch hier auf, oder? Hey, von wem weißt du das denn? Der alte Dalan schickt mich. Ich soll die Lieferung persönlich abgeben. Den Ohren dieses Greises bleibt wohl gar nichts verborgen. Okay, kannst rein, Kleiner. Doch alles, was du hier hörst oder siehst, bildst du schön für dich, ist das klar? Na sicher, Barzak. Ach, jetzt bekomme ich die Trophäe dafür, aus der Nalbina-Festung ausgebrochen zu sein. Are you suggesting they fooled even the Marquis? What if a judge killed the king, not the captain? That would explain everything, wouldn't it? In that case, the captain would be brother to a judge. How are we to trust such a man? Now there is the Bosch that I remember. Then will you fight again at my side? His word alone convinces me of nothing. I'd take his word over that of a mouthpiece Marquis. Then you name Rex liar with him. My brother was no liar!
Just the opposite. Rex was the witness they needed. They had to make it appear as if I killed the king. Rex bears no blame. The fates have willed it. So this is Rex's brother. Your words may convince a child such as this, but they weigh far too lightly on the scales for my taste. Our paths will remain separate. Do you not think Amalia worth saving? I hold men's lives in my hands. I must see foes in every shadow. The night we moved against Vayne, he knew. I will not chance such disadvantage again. I must treat you as I would Andor, as I would treat any abettor of the Empire. Then what will you do? Hold me here in chains? Some things never change, do they? Listen to me, Bash. Your cage may have no bars, but it is a cage. The eyes of the Resistance watch unblinking. Let them watch. I know something of cages. That's right. Amalia's in the Resistance. Then you know her. Sorta. We met just before we got sent to Nalbana. I've known nicer people. Our paths keep crossing, yours and mine. It's more than coincidence. It's annoying. I'm sorry. Allow me one last annoyance, a favor to ask. I want you to take me to Balthier. Even caged birds need wings. This makes us even. Even? For Nalbana. We couldn't have done it without you. Und Bash ist hinzugestoßen. Ist er jetzt dann endlich mal richtig hinzugestoßen? Ja, 500 Lizenzpunkte, du bist ja wahnsinnig, oder was? Um Gottes Willen. Ja, kümmere ich mich gleich drum. Du kannst noch nichts. Okay. Das heißt, er braucht jetzt wieder eine Klasse. Tja, ich tendiere auf jeden Fall zwischen Paladin, Pikenier, Samurai und Brecher. Was hättest du denn hier schon? Lediglich die Rüstung, sehe ich das richtig? Ich glaube, du brauchst schon was mit dem Schwert. Du hast doch gerade dein Maskerschwert gehalten, oder? Was sagt der Paladin? Hättest du die Rüstung, den Schild und diese Schwertlizenz? Zwei sogar schon. Dann hätte ich... Ich weiß nicht, ihn mit Heilersachen, das ist irgendwie... Das fühlt sich ein bisschen off-place an. Was sagt denn der Samurai? Oh. Ach ja, stimmt, der kämpft ja mit Katana. Hier habe ich gar nichts, außer Analyse. Nein, der Samurai ist nichts für ihn. Dann hatte ich noch den Brecher. Hier habe ich die Rüstung, den Schild. Ah, der kämpft mit Hämmern und Äxten. Das ist eigentlich das, was ich ihm sonst immer gegeben habe. Er hatte bei mir, glaube ich, immer eine Axt oder einen Hammer oder sowas. Ha. Das sieht echt so aus, als wäre der Paladin... Nee, doch. Als wäre das hier gerade deine Klasse, ne? Das fühlt sich aber... Das fühlt sich komisch an, Mann. Hast du hier eine Analyselizenz? Nein. Aber Schwert, Schild und massive Rüstung, das ist eigentlich genau das, was ich für ihn brauche, oder nicht? Techniken Schwarzkunst. Benutzt TP, um Schaden zu erteilen. Das ist definitiv das. Du bist eigentlich. Du bist doch eigentlich übelst der Tanky-Tank, oder nicht? Hm. Aber wenn ich ihm das gebe, dann müsste ich überlegen, was wäre denn dann die zweite Klasse für ihn? Weil was anderes Nahkampfmäßiges wäre dann eigentlich sinnfrei. Es sei denn, ich will halt ihm noch einen starken Hammer geben. Wäre vielleicht wirklich sowas hier? Na gut, das ist aber auch dann nett. Dann würden wir uns hier die ganzen Rüstungslizenzen teilen. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht auch gar nicht so blöd. Keine Ahnung. Boah. Hier hätte ich echt gar keine Ahnung, was bei ihm... Die Nummer 2 werden würde vielleicht das hier sogar. Nee, leichte. Klar, das würde nicht zusammenpassen. Müsste dann auch eigentlich schon irgendwas Magisches sein, oder? Zeitmagier vielleicht? Paladin Zeitmagier, hm. Ich denke mal, Fran werde ich Waldläufer Schwarzmagier machen. Fran, wie auch immer. Bei 4 hat. Wo
ist es? Maschinist? Wo ist er denn? Hä? Hier. Maschinist, und dann werde ich ihm wahrscheinlich eher noch den Pikinier geben. Mal gucken. Wahn kriegt auf jeden Fall noch was Nahkämpferisches danach. Definitiv. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht kriegt er dann noch den Samurai. Ja, doch. Wahn noch mit Samurai. Rotmagier-Samurai. Doch, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ist auch magische Rüstung und so. Doch, das kann ich mir durchaus vorstellen. Oder halt was anderes, was noch starke Rüstung dann hat. Weil ein Mönch, der dann noch, was weiß ich, Brecher ist und damit dann noch fette Rüstung und Hämmer tragen kann. Ein Magier, der mit Rüstung und fetten Hämmern rumläuft, wäre natürlich auch cool. Aber da mache ich mir dann Gedanken. Hier möchte ich noch schnell wissen, was ist... Von Mönch, ja, wie... Wer profitiert denn von Mönch sein? Also... Könnte er hier Paladin-Zeitmagier werden? Das klingt eigentlich gar nicht so blöd. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, aber du wirst jetzt auf jeden Fall erstmal Paladin. Basch, yo! Wahrscheinlich mache ich echt hier die sinnlosesten Kombinationen überhaupt, aber... Mir egal, so 500 Lizenzpunkte. Kann mal kurz ein bisschen dauern, ja? Erstmal kaufe ich mir das einfach der Vollständigkeit halber. So, danke. Bessere Rüstung? Auf jeden Fall. Bessere Schilde? Ich habe... Ach ne, hier ist der Buckler schon drin. Ja, so einen habe ich ja noch, oder? Ne, habe ich nicht. Keine Ahnung. Was ist das hier? Maximalität hoch. Bessere Rüstung. Füllt bei erteiltem Schaden MP auf. Ja, damit. Was ist das hier unten? Erste Hilfe. Kann man wahrscheinlich gebrauchen, ja. Accessoire-Lizenz, ganz wichtig. Ich will, dass du erstmal den Reif trägst oder so. Dafür brauche ich die Nummer 2. Hier, Leuchtkäfer. Ach, Leuchtkäfer ist ein Accessoire, das wusste ich gar nicht. Gladiatorenharnisch kannst du tragen, wenn ich dir das gebe. Das ist gut, das könnte vielleicht das für dich werden. Das kaufe ich mir noch einfach... Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, hey, Kleine, alles gut. Entschuldigung, ich wollte dich nicht schlagen. Du warst nur gerade ungünstig hier hinter mir. Okay. Turmalinring, den haben wir schon ausgerüstet. Bonus Gambit-Lizenzen, da werde ich mir, glaube ich, jetzt auch noch kurz 2, 3 kaufen. Ich denke, das wird bei ihm ganz relevant sein. Ich kaufe mir einfach mal die 3 hier schnell. Ja. Ich kaufe mir noch die hier, weil die ist einfach da so im Weg. Okay, und jetzt noch eins hiervon. TP-Wert steigt um 110 Punkte. Kaufen wir erstmal das. Ist sinnvoller. Das ist mehr halt. 90. Ja, gut, okay, das noch. 30. So, jetzt habe ich noch 65 Punkte über. Es war natürlich jetzt blöd, wie ich vorgegangen bin. Ich hätte nämlich auch so vorgehen können, dass ich direkt hier mal zu Schattenstoßen so komme. Das hätte ich locker geschafft hier oben lang. Dann hätte er gleich eine Mist-Tag gehabt. Ah, die ist hier auch. Mhm. Dann habe ich zwar jetzt nicht mehr genug, aber dann schalte ich das jetzt relativ bald frei. 20 Gegner, dann mache ich jetzt nicht weiter und spare mir die 30 Punkte auf. Heißt, 20 Lizenzpunkte noch, dann kann ich bei ihm auch die erste Mist-Tag haben. Draußen zieht schon wieder Unwetter auf. Das kann doch nicht wahr sein. So. What? Ah ja, stimmt, den Buckler habe ich ja nicht mehr. Gehe ich mir gleich noch einen neuen kaufen? Den habe ich ja verkauft, ich Idiot. Gegnerische Angriffe werden mit physischen Gegenangriffen gekontert. Also bitte, auf jeden Fall. Es werden keine Erfahrungspunkte ausgeteilt. What? Nee. Ja, so gefällt mir das auf alle Fälle. Gleich schon viel besser. Wo muss ich denn jetzt hin? Was hatte er gesagt? Ich soll bei 4. Bei 4 könnte vielleicht in der Taverne sein. Ich bin hier. So, jetzt will ich nochmal gucken. Ist das hier Gaseris Shop oder ist es doch jemand ganz anderes? Händler. Ne, das ist nur ein Shop einfach so. Klärchen. Okay, raus hier. Ich will raus hier. Und dann glaub... Nee. Hier ist gleich der Todesab. Da will ich nicht hin. Auch wenn ich Basch gerade dabei habe. Aber nein, das ist immer noch too much. Jetzt muss ich überlegen, wenn ich jetzt gleich... Ich glaube nämlich, ich bekomme gleich nochmal Balthier und Fran wieder. Dann könnte ich mich eventuell mal um die ganzen Mobs halt kümmern. Nur dann muss ich überlegen, wen ich im Team behalte. Weil man kann, glaube ich, nur 3 im Team haben. Und das wird dann ganz schön complicated. Ich könnte mich da jetzt gerade gar nicht entscheiden. Balthier... Ja, bei Thier ist gerade relativ unnütz. Der macht zwar, glaube ich, mehr Schaden als Fran, aber Fran kann halt noch zaubern. Sowohl weiß als auch schwarzmagisch. Was sie halt als Waldläuferin drauf hat.
oder generell drauf hat, keine Ahnung. Überlegen wir uns mal erstmal weiter. Ich glaube, ich muss in die Taverne. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. A lot of kids lost their parents in the war. Mine had already died before that. The plague took them both. I'm sorry. I didn't know. It's okay. It's been 5 years now. After that, I lived with my friend Pinello and her family. Then the war came. I am sorry. You don't have to keep apologizing. Really, it's all right. I know it wasn't your fault. I see that now. You didn't kill my brother. It was the Empire. My brother trusted you. And he was right. Indeed. So, sind die hier oder sind die hier nicht? Aha. As I said, a misunderstanding. Misunderstanding? Okay, what I am understanding is it took Pinello because of you. What? What about Pinello? Oh, Vaughn! They've taken Pinello! And there was a note for this Balthier. Come to the Museum of Mines, it said. It's Begamnon. He was in Albina. If anything were to happen to that sweet child, why, I've her parents' memory to consider. You're going to go to her aid, and that's that. That's what you Sky Pirates do, isn't it? I don't respond well to orders. You do know that the Imperial fleet is massing at Bujerba. Fine, then I'll go. You at least have an airship, don't you? Just get me there and I'll find Pinello myself. I'll join you. Huh? I have some business there as well. An audience with the Marquis, by chance? Both here. Just take us. And this is yours. The guards are toying with us. Make yourselves ready. We leave soon. Right. Danke. Und jetzt mache ich erstmal die Mobs. Definitiv. Scheiße Story. Hier fein. Oh mein Gott, das geht richtig kuschelig. Erstmal geht's in die Himmelsstadt Bujerba. Die Minen, zu denen wir gerufen wurden, liegen dort in den Wolken. Komm zum Luftschiffterminal, wenn du alles erledigt hast. Das liegt gleich in dem Westtor. Wirf mal einen Blick auf die Karte. Und vertrödel nicht zu viel Zeit. Wir hauen die Kleine da raus. Aber dann will ich mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Ist ja gut, Balthier. Dude, is okay, you're good. So, den gebe ich auch nochmal Lizenzpunkte. Definitiv. Also, die haben ja noch welche. So, und wen nehme ich jetzt in die Gruppe? Alle vier geht doch gar nicht. Oder geht es doch? Haben die was geändert? Oder bin ich blöd? Ach ja, du sparst ja noch hier. 75 brauche ich, also noch 34. Du hast 103, du willst auch gerade hier hin. Wo ist eigentlich deine erste? Ist die hier? Ja, dann gehe ich aber erstmal hier hin, meine Fresse. Faustpresche ist meins. Piu! Sehr schön. Vitra und Engel, oh. Und hier ist halt immer noch der ganze Kram. Da will ich auf jeden Fall auch noch weitermachen. Aber mit 28 komme ich da jetzt gerade sowieso nicht weit. Okay. Aha, maximal 3, genau. Ich sag's ja, da ist was faul. Doch, die anderen kriegen trotzdem auch Lizenzpunkte, wenn sie nicht im Kampf sind, oder? Das habe ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz in Erinnerung. Aber ich glaube, dem war so. Welchen machen wir jetzt zuerst? Blütenkaktor, würde ich sagen. Ja. Dafür müssen wir erstmal wieder in die Ostwüste. Und schnell mal sprinten zu dem ersten kleinen Stückchen. Wow, meine Batterie ist fast leer, echt? Fuck you.
Na, ich wollte mir nach dem Part sowieso erstmal kurz was zu essen machen gehen, bevor ich weiter aufnehme. Deswegen, ja, ist okay. Dann lade ich meinen Controller eben gleich auch noch mit. Aber den Blütenkaktor mache ich noch. Ja, ich denke schon. Mhm. Ach halt, ich habe mit der Dame noch gar nicht geredet, die die Quest hat. Ach so, oder mit dem Typen, wie auch immer. Aber der war ja in der, in dieser Siedlung, wo ich jetzt hin will, ne? Behaupte ich mal. Oh je. Stimmt das? Ja, das stimmt. Noch einmal kurz gucken, ob hier alles cool ist. Aha. So viel zu alles cool. Hier ist nämlich gar nicht alles cool. Oh, du kannst den Reif nicht tragen. Ah. Damn. Scheiße, ich dachte jetzt echt, du könntest den Reif tragen, aber nein. Fuck. So, jetzt einfach mal schnell durchsprinten hier. Ach ja, halt, 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 halt. Genau, das wollte ich gerade noch machen. Du bist noch nicht cool drauf hier. Hast du überhaupt irgendwelche Fertigkeiten? Müssen wir gleich mal gucken. Analyse, hm. Du bist da ja gerade eben ja genauso unpraktisch wie bei 4 in der Hinsicht. Boah, was ich hier alles gekauft habe mittlerweile. Ja, es sieht echt so aus, als könnte man da mittlerweile alles kaufen. Okay, also Gegner. Gegner im Blickfeld, ja. Bitte. Aktion ist nicht kompatibel. Warum? Okay, Analyse, ja. Und womit kann ich das denn... Auf dich selbst? Das soll funktionieren? Ich meine, okay, aber... Ja. Okay, Gefährte mit, ach, keine Ahnung, unter 50%. Jetzt habe ich 40% gemacht. Mit unter 50, da kannst du ja mal Erste Hilfe raushauen, ne? Ja, super. Ja, mehr brauche ich gerade eigentlich gar nicht. Du kannst nicht klauen. Ich meine, du kannst nicht klauen. Warum habe ich dich überhaupt drin? Du kannst klauen. Gegner mit unter 10% HP. Oder sagen wir unter 30%. Klauen. Ja. Ich hoffe, das funktioniert so. Keine Ahnung. Basch-Analyse. Zielattribute werden erfasst. Okay. So, jetzt will ich aber eigentlich nur mal schnell hier durchsprinten. Ja, ja, macht mal. Oh, es ist voll kacke. Jetzt bin ich nicht mehr zu viert hier unterwegs. Ja, hätte ich das alles mal erst gemacht. Die paar Gegner, die hier sind, können wir noch killen. So, jetzt kann Basch nämlich schon, Fran nämlich schon hier unten wieder irgendwas kaufen. Oder kauf erstmal das mal. Jetzt fängt es an, drauf zu regnen. Okay. Ja, ja, schön weiterlaufen. Den Wildsaurus hier knall ich auch noch irgendwann, aber auf welchem Level ist der? 30? Das sollte ich dann vielleicht jetzt noch nicht tun. Nee, ich tue es wirklich nicht. Ich wollte gerade testweise mal angreifen, aber nein. Ich bin auf Level 10 oder so. Das wäre der reine Selbstmord. Also reden wir mal kurz mit... Wer war das? Dandro? Kann das sein, dass es von Dandro kam, die Aufgabe? Du bist nicht Dandro, oder? Nee. Dandro... Wenn es überhaupt von Dandro war... Du bist Dandro auf jeden Fall. Hm? Meinen Steckbrief hast du gesehen? Prima! Dann kommen wir vielleicht ins Geschäft. Hör zu. Kannst du den Blütenkaktor erledigen? Na sichi! Bestens, bestens. Dann sperr mal deine Lauscher auf, damit du nichts Wichtiges verpasst. Hier sind doch bestimmt auch schon diese komischen Kaktusmonster begegnet, oder? Die tänzen hier etwas unbeholfen in der Wüste rum. Schau. Fetter Regen. Hat er mich gerade an der Stelle als FF13. Kennst du, oder? Naja, wie du siehst, sind sie eigentlich ziemlich lässige Gesellen und von friedfertiger Natur. Harmlos bis ulkig. Doch ab und an trifft man welche, denen eine kleine Blüte auf dem Kopf wächst und die sind alles andere als friedfertig. Nicht nur sind sie angriffslustig, gerissen, sind sie auch noch und haben nicht einmal vor diesem Camp hier Respekt. Aber den nötigen Respekt habe ich mir verschafft, indem ich einem ordentlich eine über die Rübe gezogen habe. Und trotzdem, sieh mal da drüben.
Die machen sich immer noch über uns lustig. Der mit der Blüte ist der Blütenkaktor, von dem ich gerade erzählt habe. Tja, und Freund Sieg fiel dem Blütenkaktor zum Opfer und ist nicht sonderlich gut, auf ihn zu sprechen. Jedenfalls kann ich hier nicht weg. Deswegen drücke ich einem reisenden Händler meinen Steckbrief in die Hand, damit er ihn aushängen möchte. Und nun bist du gefragt. Der Blütenkaktor nennt das Sandlabyrinth sein Zuhause. Die Blüte auf seinem Kopf ist sein Merkmal. Mach ihn fertig, Mann. Jagd auf Blütenkaktor! Das mache ich jetzt noch schnell in dem Part und danach ist der zu Ende. Im nächsten Part machen wir noch zwei Nebenaufgaben und kümmern uns um den Todesabend. Noch was, nachdem du den Blütenkaktor seine Nadeln einzeln rausgezogen hast, bring mir die Blüte. Aus der lassen sich Heilmittel herstellen. So, es kann sein, dass ich den Kampf nicht schaffe. Ich denke schon, dass ich ihn schaffe, aber der Blütenkaktor hat eine Fertigkeit, die ist echt ätzend. Die macht er zwar, glaube ich, nur einmal gegen Ende seines Lebens, aber trotzdem. Nicht cool. Wo ist er? Da hinten ist er. Alles klärchen. Übrigens macht mir das Spiel hier, speziell die Ostwüste, macht mir wieder richtig Bock auf das Spiel Infinite Undiscovery. Werde ich auch definitiv noch LP'en. Versprochen. So, ganz kurz hier mal den kleinen Kram knallen. Ja. Weg mit dir. Dir auch, super. Habe ich das Item? Ja. Oh, zu viele Gegner hier. Ich wollte nur schnell den Blütenklaktor. Kaktor, Mann! Knallen! Meine Fresse, was ist denn los mit mir? Okay, hier müsste der ungefähr sein. Ist das richtig? Hallöchen, Blütenkaktor, was geht bei dir? Ich wäre für Gemach. Du wärst definitiv für Feuer. Ich glaube, das ist bei dir ganz cool. Aua. Hey, der hält weitaus mehr, als ich das jetzt erwartet habe. Willst du den mal beklauen? Einfach so einmal? Okay. Negrum! Oh ja, Negrum macht so viel schönen Schaden. Und jetzt schnell killen, bevor er seine blöde Fertigkeit macht, ja? Ganz schnell! Ganz schnell! Pariert! Ah! Es könnte schon zu spät sein! Stirb! Gut. Eine Kaktusblume erhalten. Sieg über Blütenkaktor! Yay. Der hat nämlich die Fertigkeit oder die lustige Eigenschaft, kurz vor seinem Tod einmal den Zauber 1000 Stacheln zu wirken, bei dem er, wenn mich gerade nicht alles täuscht, einfach mal dem Gegner... Evil ist vagant, okay. Ach, 50.000 Schritte gelaufen, richtig? Ja, 50.000, ja, okay. Dass er dann einfach mal dem, den er trifft, 1000 Schaden macht. Und das hält natürlich bei uns keiner aus. Deswegen wäre es dumm gewesen, das mit Vaan allein zu machen. So, im nächsten Part reden wir mit Dandro, kümmern uns dann noch um den Todesabend und noch zwei andere kleine Nebenaufgaben. Und wenn dann noch Zeit bleibt, kümmern wir uns noch ein bisschen um die Story. Bis dann und auf Wiedersehen. Ich mache mir jetzt was zu essen und lade den PS4-Controller. Tschüss!